Hey, meine Lieben, und willkommen zurück und endlich mal im Haus beim Spiel House Flippers. Hört euch mal genau die Uhrzeit und das Datum an. Das ist Real Life. Ich bin doch verrückt. So. Bella? Ach, die sollte ja draußen waren. Ist sie draußen? Jetzt sag bitte nicht, die. Da hockt sie. Okay, gut. So, jetzt haben wir Ratten, Luzi und Lucy. Wenn wir mit Futter füllen. So. Dann. Ich finde es halt schade, dass ich die Fische nicht füttern kann. So. Wir machen jetzt mal wieder einen von Karte auf der Aufträge. Da ist es, da ist da und da ist was. Jagd nach den Träumen. Remo und Jack sind sich bei einer Amateur-Rallye begegnet. Sie lachten darüber und gingen ihre Wege. Seltsamerweise trafen sie sich nur einige Tage später auf eine Hundeshow wieder. Ihre australischen Schäferhunde hatten dabei sicher ihre Pfoten im Spiel. Schnell wurde klar, dass sie die gleichen Träume haben. Sie zogen nach Cozy Village um Autos zu tunen, an Rallyes teilzunehmen und mit ihren Hunden unbekümmert spazieren zu gehen. Mach mal. We've gotten bored with the monotony of our lives. Computers, papers, meetings, deadlines. There's more to life than that. The smell of burned tires, adrenaline, speed, the atmosphere of rallies, proving that we are the best. That's why we quit our jobs. The other reason is our dogs. We love working with them. We've got plenty of room for more than the couple we own. Why not have a handsome pack of Australian Shepherds here? With them, it will be like a small paradise. Jagd nach den Träumen. Okay, ich bin gespannt, was wir hier alles machen müssen. Also das erste Mal, was ihr wieder seht, ja, ich muss wieder Rasen mähen. Ich muss das unbedingt tun, aber das erspare ich euch mal. So, da bin ich fertig mit Rasenmähen. Schaut's. Das war jetzt anstrengend. So. Speichern. Hochheben. Na komm, Bella. Hui. 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 Und jetzt wieder runterlassen. So. Gehen wir mal rein. In die gute Stube. Okay, was soll ich hier genau machen? Hier ist irgendwas. Ui, räume den Müll auf. Verkaufe Haken für Küchenutensilien. Das darf ich nicht verkaufen. Ja, dann stelle ich das aber beide mal da hier drauf.
Modifizierte Wände. Okay, ich soll streichen. Dann streiche ich auch. So den ganzen Raum wahrscheinlich. Fange ich von hier an. Gleich mal Fertigkeitspunkt. Erstmal. Ich meine, hey, ich habe euch jetzt das Rasenmähen erspart. Können wir jetzt mal. Könnt ihr auch mal ganz kurz zusehen, wie ich streichen tue? Ja? Alter, hast du jetzt irgendwelche Probleme? So. Haben wir das schon mal? Auch warum ich nicht die ganze Wand hier streichen darf, aber... Okay, hä? Ich sag jetzt mal nichts ohne meinen Anwalt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich hier die gesamten Bereich hier streichen soll. Sonst würde es ja keinen Sinn machen. Jetzt schaue ich mal. Hä? Was will ich denn noch streichen? Hä? Ja, okay, dann lasse ich mal den Farbeimer hier so stehen. Eine Müllauffarbe. Ich modifiziere. Hä? Verstehe ich jetzt null. Hey. Wahrscheinlich für die Küche. Okay, so kann man mich natürlich wieder verwirren. Aber ich hab's jetzt trotzdem gestrichen, ganz ehrlich.
Moment, wo? Hier. Hier. Das macht aber keinen Sinn. Ich meine, wozu streicht man? Soll ich das streichen, wenn ich es wieder zupflastern soll? Sorry, aber wenn ich das so zupflastern muss, ja, dann ist für mich das die hässlichste Küche ever. Eine Küche und Esszimmer in einem ist das. Das, sorry, das ist grotten, das ist grottenhässlich. Ich würde mich in der Küche nicht wohlfühlen, ganz ehrlich. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, Entschuldigung. So. Kühlschrank wieder kaufen. Ja, den stelle ich einfach mal hier hin. Aber den Messerblock müssen wir da mal rausstellen. Die Farbe können wir verkaufen. So, was ist das nächste? Das hier. Okay, also von der schönen heimlichen Küche in eine moderne hässliche Küche, ich verstehe schon. Sorry, ist wirklich meine Meinung. Vom Material her wunderschön, aber von der Idee hier eigentlich komplett falsch. Wie viel Spülen? Ich soll zwei Spülen hier reinhauen. Dann mache ich aber hier die nächste. Ja, noch so Sonderwünsche oder so, ha? Okay. Die haben eine ziemlich komische Vorstellung von einer Küche. Ja, dann mache ich so. Kühlschrank. Noch ein Kühlschrank. Jetzt wird es aber richtig hässlich. Soll ich den, ganz ehrlich, wo soll ich den Kühlschrank denn noch hinstopfen? Ja, jetzt kommen Kräuter, die tue ich aber hier hin. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen zurechtschieben.
Das macht den Braten jetzt aber auch nicht fett. Wenn ich das jetzt ein bisschen so rüberschiebe. Passt trotzdem der riesen Kühlschrank da nicht hin. Ne. Das kannst du vergessen. Ja gut, jetzt steht halt ein Kühlschrank mitten im Raum. Weiß halt eben so. Die Sachen stelle ich halt auch wieder ganz schön hin, so wie sie hingehören. Einmal das dahin. Die Kaffeemaschine machen wir mal so hin. Den Kessel hier, den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Haben wir alles. Messerblock. Der steht auch noch da. Der kommt gleich mal da dazu. Bams, fertig. Seltsame Küche. Echt sehr seltsame Küche. Hier brauche ich nichts machen. Auch nichts. Hier drin vielleicht? Ne, ich habe sehe was. So, ich habe hier alles Gegenstände verkaufen. Ich soll wahrscheinlich den kompletten Raum leer machen, oder? Weg. 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 Ja, okay, die Uhr kann ich nicht wegmachen. Jetzt haben wir das komplett leer gemacht. Kratz, kratz. Das sind die Bodenfliesen, oder? Jo. Wenn man Ohr juckt. Was ist das? Ach, das sind die Vorhänge. Natürlich keinen Soundeffekt haben. Gut gemacht, Entwickler. Ach, daraus wird ein Schlafzimmer. Ja, ganz ehrlich, dann mache ich euch aber einen grünen Bezug hier, ja? Das hier in Dunkel. Kissen mache ich euch in der Ausstattung. Matratze wird komplett schwarz. Kissen haben wir schon. Ja, kommen wir das hier in grün. Dann nochmal in grün. Zack, so. Was steht denn hier im Weg? So. Nachtkastel, wahrscheinlich zwei Stück. Zack, zack, zack. Einmal hier. Einmal da. Verzierte Lampe. Dreimal. Hier. Da. Kleiner Schrank Woody. Kommt natürlich hier hin. Ja, für die Hunde natürlich kommt da. So, das ist keine Wand, verstehe. Dann hier, dann bellt der Hund das Ding die Uhr an. Mal L und in Blau. Extra für euch, Schutzipus. Noch ein Teppich. Jetzt übertreibst du aber mal. Mache ich hier in L einen kleinen. Können
mache ich halt in klein. Einmal hier. Einmal da. Ja, das für einen Hund. Zwei Stück mal. Ne, einmal. Okay. Pup, pup, pup. Natürlich steht Bella wieder im Weg. Na komm her, Bella. Komm, zack, zack, zack. So, dann haben wir das Zimmer auch erledigt. Sonst muss ich wahrscheinlich in die zweite Etage. Wo ist denn wieder die Treppe? Was soll ich denn machen hier? Auftrag ist noch nicht erfüllt. Hä? Ich bin verwirrt. Juhu. Im Garten soll ich ja nichts mehr machen, oder? Ach, hier soll ich noch was machen. Ja. Oh, lass mich in Ruhe. Ah, ich soll das alles verkaufen. Okay, verstehe. Verkauf, verkauf. Verkauf, verkauf. Verkauf, verkauf. Fenster auch? Okay. Liebe Tür, Robin. Der Fertigkeitspunkt. Nochmal den hier. Alter. So, was haben wir hier? Hauen. Ich hasse das. Ich hasse das mit Gehege. Ja Gott, dann machen wir es halt mal so. Ich mach mal den Zaun. Das mit dem Zaun. Was ist das? Hallo? Entschuldigung, aber das macht das doch voll hässlich. Ich mach erstmal das andere hier. Ja, die Tür ist. Die macht Sinn, ja klar. Wieso soll ich da, ganz ehrlich, wieso soll ich da denn den hässlichen... Verstehe es nicht, sorry. Freunde, ich mach mal aus dem hier einen zweiten Part noch draus, also noch eine Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen
und bis zum nächsten Mal.